Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück bei Rhyme auf dem Schicksalsturm. So nenne ich ihn einfach mal. Wir sind ja letztens stehen geblieben und wussten nicht so ganz, was jetzt hier mit diesen Kollegen am Start ist. Hallo. Ich will hier gerne durch. Ja, und ich weiß auch nicht genau, wie es weitergeht. Wir gucken mal gleich mal. Ich muss noch mal mich ein bisschen hier umsehen, weil ich überhaupt keine Ahnung habe. Wir haben letztens schon probiert, was wir hier machen könnten, aber so richtig. Ah, das ist heiß, da dürfen wir nicht drüber. So richtig ist mir da nichts eingefallen. Kann mal hier oben an die Kugel gehen. Aber die können wir ja auch nicht ziehen. Können wir die schieben? Schieben geht auch nicht. Tja. Ehe. Hä? Schieben geht doch. Okay. Da stand ich wahrscheinlich falsch dran. Das kann natürlich sein. So, ja. Dann sind wir jetzt also auf dem Weg zum... Ja, das ist der große Turm, oder? Warte mal. Das ist der... Ja, das ist der große, dicke, fette Riesenturm. Oh nein. Oh nein, lauf! Lauf, Junge, lauf! Oh, du Scheiße. Ach so, ich kann steuern. Springen, springen. Oh, er kommt näher, wenn ich springe. Hilfe, Hilfe. Ah, der Vogel ist ganz, ganz wütend, habe ich so das Gefühl. Oh nein, er ist abgestürzt. Aber wo ist er hin? Liegt er da unten im Dreck? Töten wollte ich ihn ja eigentlich nicht, den armen Vogel. Ich höre den Fuchs. Fuchs, bist du das? Ja, da ist unser kleines Füchslein. Hallo. Ich habe dich auch schon lange nicht mehr gesehen. Okay. Er hat keinen Bock zu quatschen. Naja, ja, irgendwie. Da ist eine Statue, okay. Und da ist der Mond. Ich denke mal, wir müssen die Kugel hier bewegen. War denn das? Okay, wir müssen auf jeden Fall das Mondlicht, oder? Müssen wir das Mondlicht? Ah ja, das geht. Ach so, da oben steht nichts drauf, ne? Warte mal. Kurz versuchen, das Mondlicht hier reinzulocken. Hallo Mond, zeige dich. Ah, das silberne Mondlicht. Aber es kommt nicht rein. Okay, also das heißt, wir müssen erstmal irgendwie hier was anderes machen. Ich kann hier auf jeden Fall hochklettern. Mal gucken, was hier passiert. Einmal. Kann ich denn noch eins höher? Ja. Tja, leider kann ich hier aber nicht wirklich was machen. Oder kann ich ja noch eins höher? Ja. Ich habe eine grandiose Idee. Das Problem ist nur, ich kann die... Ich weiß es. Lalalala. Warte. Ich habe eine super... Halt, falsche Richtung. So. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so klappt, aber... Wir können jetzt hier hochklettern. Und uns da selber draufstellen. Haha. Oh, warte. Zacka. Ich bin nämlich die Person, die das Tor öffnen muss. Ah, es ist nicht wunderschön. Hui. So, aber hier gibt es noch ein paar Gänge. Bevor wir da reingehen, würde ich dir erstmal kurz gucken gehen. Auch ganz kurz husten. So. Ja, also hier geht es noch weiter. Ein paar Fackeln zum Anschreien wieder. Weil hier wären wir ja auch so reingekommen. Vielleicht finden wir hier noch irgendein kleines Geheimnis. Das Spiel ist ja voll mit Geheimnissen und ich fürchte, wir werden nicht alle erwischen. Das ist aber auch eigentlich gut so. Ne, es wären schlechte Geheimnisse, wenn jeder x-beliebige Spieler das hinkriegt. Okay, ich kann ja summen. Wenn jeder Spieler das hinkriegen würde, beim ersten Run sozusagen das Ganze hinzukriegen. Ne? Also deswegen... Aber das ist ganz schön laut auf meinem Kopfhörer. Moment, ich muss ein bisschen... leise machen, so. Sonst schreie ich nämlich, weil es für mich selber laut ist, aber ist es für euch dann gar nicht so laut, ne? So. Hier geht's auch nicht weiter. Ich denke mal, das soll einfach auch dann den Wiederspielwert erhöhen. By the way, wir werden es dann nicht nochmal durchspielen, um die Geheimnisse alle zu kriegen.
Ich habe mir das überlegt, ob ich das mache oder nicht, aber ich finde, das Spiel ist, also auch wenn da Geheimnisse sind und so weiter, das ist ganz cool, ja. Ich muss aber sagen, ich finde nicht, dass das Spiel einen besonders hohen Wiederspielwert hat, weil man kennt ja dann im Prinzip die Story. Und die ist ja jetzt nicht wirklich veränderbar, finde ich. Also vielleicht irre ich mich auch, können wir gerne mal in die Kommentare schreiben, eure Meinung dazu, aber ich wüsste jetzt nicht, wohin noch ein Wiederspielwert ist, von der Story her. So, auf jeden Fall kann ich hier einmal schreien. Dann leuchten die alle kurz. Und dann nehme ich mir das Ding hier. So, 2 von 4. Ihr seht, bei dem linken Ding hatten wir 3 von 4. Also haben wir auch irgendwas übersehen. Das ist halt einfach so. Vielleicht kann man, ich weiß es nicht, wie das Spiel endet. Ich habe keinen Schimmer. Aber vielleicht kann man, wenn das Spiel vorbei ist, quasi nochmal so ein bisschen frei durch die Weltgeschichte laufen und die Sachen suchen. Da würde ich mich nochmal dazu überreden lassen, tatsächlich, das zu machen, wenn ihr das auch wollt. Ich würde es ja auch reizen, ein bisschen, weil ich gerne wissen würde, was genau diese Geheimnisse einem dann bringen. Also, wird dann noch irgendwas erläutert, wird dann noch irgendwas, ich weiß auch nicht, ne? Was genau passiert dann? Würde mich schon sehr interessieren. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das auch sehen wollt, dann werde ich das danach auch entscheiden. Ansonsten werde ich das dann spontan quasi entscheiden. So, da oben komme ich nicht ran, oder? Kommen wir da irgendwie? Nee. Okay. Dann dürfen wir wieder einmal Treppen steigen. Runterfallen ist, glaube ich, eine blöde Idee. Wobei, da unten waren wir, glaube ich, auch noch nicht, oder? Und da im Wasser. Ein Abfluss? Ja, ich weiß es nicht. Egal, wir gehen mal hier oben weiter. Auf jeden Fall, die Runen leuchten ganz wunderschön. Das sieht echt toll aus. Also auf jeden Fall ein Vogel, ein N, dann ein Blitz und eine Wolke drüber. Ist schon mega cool gemacht, auf jeden Fall. Ja, mal sehen, wo uns das noch hinführt. Ich habe auch gar keinen Schimmer, wie lange das Spiel noch geht. Also nicht, dass ich jetzt schnell durch will. Nein, nein, aber man hat ja manchmal so ein bisschen so ein Feeling bei Spielen, wie weit man jetzt ungefähr ist. Ich habe keinen Schimmer. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Es soll ja wohl nicht allzu lang sein, das Spiel, aber es ist schon relativ umfangreich. Also zumindest, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, das Ganze ein bisschen gemütlich angeht, nicht hier durchrammelt wie so ein Ochse. Und vor allem ohne Lösungsheft spielt, Freunde. Kommt mir ja nicht mit dem Guide an. Da, Guide. Da muss man links laufen, ja. Wenn ich das weiß, brauche ich kein Rätselspiel lösen. Rätselspiel spielen, ne? Oh, guck mal. Ist hier links, rechts sowas? Nee. Das ist ein Wald. Also ein Baum, also 2 Bäume. Interessant. Oh, geht noch hier. Was ist denn das hier? Das sieht da echt toll aus, hä? Könnte man sich fast überlegen, hier so eine kleine Hütte zu bauen. Im Wald, weißt du? Aber ich glaube, das Licht würde mich dann doch vom Schlafen abhalten, weil das ist schon irrsinnig hell. Oh, ist das hell. Oh, hier ist auch so ein bisschen Sumpf. Oh. Ich war noch gar nicht durch. Wo sind wir? Ist das ein Segel? Ist das der Wind? Oh, ich kann mich sogar bewegen. Wir sind auf... Es regnet. Okay, ein Sturm zieht auf. Woran hängen wir denn hier? Da, wir sind wirklich... Wir sind wieder auf dem Wasser. Oh nein. Was ist das denn? Wie kommen wir denn jetzt hier hin? Der Mann im roten Umhang. Wer bist du? Ein Ladebalken? Okay. Den hat man noch nicht gesehen, glaube ich, im Let's Play. Was war das? War das gerade ein Traum? War das irgendwie eine Erinnerung an irgendetwas? Oder wurden wir gerade, weiß ich nicht, irgendwohin teleportiert und er wollte uns irgendwas zeigen? Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass wir ein Schiffsbrüchiger sind, sofern es eine Erinnerung war. Okay. Wir sind wieder auf der Insel. Na, Tempelanlage.
War das nur ein Traum? Und was soll uns dieser Traum sagen? Tja, wo genau sind wir? Viele Wege führen nach außen. Ich würde erstmal den dunklen hier unten nehmen. Sehr, sehr seltsam. Okay, kommen wir wieder hier raus. Hä? Ach so, das ist ein zweiter Raum. Oder? Ich bin ja gerade da unten aufgewacht. Auf jeden Fall, wir müssen mal die ganzen Fackeln anzünden, dass ich weiß, wo ich schon war. Ihr kennt das ja. Echt gut gemacht, so zur Orientierung. Auch wenn man nicht an alle rankommt. Ah doch, da komme ich ran. Sehr, sehr gut. So, dann hier nochmal. Ha! Kommt man hier auf jeden Fall die Treppe runter und jetzt könnte man hier... Nee, mach doch Fackel an. Kommt noch ein Stückchen. Okay, geht nicht. Warte, hier ist noch eine Treppe. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Bisher war es relativ linear. Okay, geht auch nicht. Hier sind auf jeden Fall solche Vasen, die wir anschreien können. Die noch kaputt, aber da ist nichts drin. Okay. Und hier die zwei. Hier ist nur eine. Plong. Okay, hat scheinbar nicht viel gebracht. Ich gehe jetzt mal hier den großen Gang lang. Der muss uns ja irgendwo hinführen. Kann ich die Fackeln hier anmachen? Nee. Weil die sehen, also manchmal sehen die so aus, als wäre ich hier schon gewesen. Nee, war ich aber nicht, ne? So. Wäre natürlich doof, das habe ich nie probiert, ob die Fackeln irgendwann wieder ausgehen. Naja. Ich latsche hier einfach mal weiter, wir gucken mal. Also ich kann mich jedenfalls nicht an so eine lange, große, runde Treppe erinnern. Aha, hier geht's wieder raus. Was? Ich glaube, dieser Gang, das ist hier alles verhext, das ist ein Irrgarten. Jetzt sind wir wieder hier. Also warte mal, ganz kurz mal nachdenken. Wir sind da durchgelaufen und sind hier wieder rausgekommen. Wir sind hier durchgelaufen und kamen da oben raus. Demzufolge gehe ich jetzt mal hier durch. Mal gucken, was da passiert. Wahrscheinlich gibt es nur einen Weg nach außen. Die anderen sind alle verhext und führen quasi wieder zurück. Was natürlich schon irgendwo geil ist. Na, guck mal, tatsächlich. Das sind wir hier. Ich bin mir etwas unsicher. Mach mal die Fackel hier an. Guck mal, die hinten, die leuchten nämlich auch. Da war ich nämlich schon. Gehen also nicht aus. So, warte mal, ich mach mal die hier an. Ich muss die auch einfach alle anmachen, die ganzen Fackeln, weißt du? Einfach alle anschreien und dann geht's weiter. Wie im echten Leben auch. Aha, guck mal, das ist neu. Ein schönes, formschönes Abflussrohr. Oh, erstmal eine Runde duschen. Oh, endlich. Ah, Seife. Oh. So, auch das ist wieder so ein bisschen verzaubert, offenbar. Ich wette, das ist auch so ein Endlospfad. Guck mal, da singt jemand. Oder? Jetzt nicht mehr? Ich fürchte, wir haben uns verirrt. Ach nee, warte mal. Hä? Hä, wie geht das denn? Okay, das ist auch ein neuer Dingens.
Freunde, ich habe keine Ahnung, was ich genau hier treibe. Egal, wir gucken uns das Ding hier mal an. Ich mache hier mal die Fackel an, wenn ich darf. Genau. Und die andere hier auch. Safe is safe, ne? Da kann man sich ein bisschen orientieren zumindest.